Und willkommen zu einem neuen Video zur OST-Challenge. Diesmal teilgenommen haben Klain, Chesra, Dissi, Triton, Tahu und Nomad. Falls ihr selber euch auch an der Challenge versuchen wollt, ohne jetzt gespoilert zu werden von meiner Auflösung, dann guckt in die Videobeschreibung, denn da ist die Challenge nochmal zum Mitmachen verlinkt. Und ohne weiteres Vorgeplänkel starten wir auch einfach mit dem ersten Song. Hunipop ist ein Puzzle-Dating-Simulator-Eroge. Und das Lied heißt Hot Springs und es spielt auch in den Hot Springs. Klain hat Visual Novel geraten. Ist falsch. Chesra hat geraten. Das ist eine Aufbausimulation. Das ist Animal Crossing und es spielt im Möbelkaufmenü. Ist auch falsch. Dissi hat geraten. Das Spiel heißt Hentai Raitatsu. Ist ein Yaoi Hentai Visual Novel. Das spielt in einer Schule. Und das Lied heißt Looking Good Big Thunder LGBT. Looking good. Triton hat einfach geraten, es wäre ein Adventure. Tahu hat geraten, es wäre ein Eroge und das spielt im Menü. Nomad hat geraten, das ist ein JRPG und es spielt in der Hauptstadt. Irgendwie kann ich ja verstehen, dass Nomad das nicht richtig erraten hat. Immerhin ist es die erste Challenge von mir, an der er teilnimmt. Aber die letzten drei Challenges war auch der erste Titel immer ein Eroge. Und ich frage mich echt, wie es passieren kann, dass all die anderen, die das jetzt nicht richtig erraten haben, nach so langer Zeit immer noch nicht gemerkt haben, dass ich ein perverser Creep bin. Zu Titel Nummer 2. Wario Master of Disguise ist ein Plattformer auf dem Nintendo DS und dieses Lied spielt während den Cannoli-Kämpfen und das heißt auch Cannoli Battle. Das sind quasi die normalen Boss-Battles in dem Spiel und demnach lasse ich Boss-Fight dann auch komplett gelten. Klain hat geraten, das wäre ein Action-JRPG und es wäre ein Boss-Fight. Chesra hat geraten, das wäre ein JRPG, das Spiel wäre Dragon Quest Hero 25. Hey, weißt du was? Was? Ich weiß was noch Witzigeres als 24. Ach ja, was denn? 25! Und es wäre ein Bosskampf. Dissi hat geraten, das ist aus Legend of Heroes, das ist ein RPG. Und es würde während eines Kampfes spielen und das Lied heißt Thunderstrike. Ich glaube, Thunder ist Dissis neues Lieblingswort. Triton hat geraten, das wäre ein JRPG und es läuft während der regulären Kämpfe. Tahu hat geraten, das ist ein rundenbasiertes JRPG und es ist eine Bosskampfmusik. Und Nomad hat geraten, das wäre ein neues Castlevania und das wäre auch eine Bosskampfmusik. Titel Nummer 3 ist einfach ein richtiger Troll-Song. Diese epische Musik, die absolut nicht zu dem Spiel passt, was dahinter steckt. Dissi hat sogar geraten, es käme aus Skyrim. Und das Lustige ist, der Komponist der Elder Scrolls Titel hat auch diesen Titel komponiert. Aber dieser Titel kommt aus einem weit weniger epischen Spiel, nämlich Harry Potter 3. Das ist ein Action-Adventure. Und dieses Lied spielt während der Patronus-Prüfung und heißt Patronus Boggart. Das Spiel ist nicht halb so ernst zu nehmen wie dieser Titel. Das Spiel hat diesen Titel echt nicht verdient. Klain hat geraten, das ist ein Action-Schnetzler und das ist ein epischer Final-Boss-Kampf. Chesra hat geraten, das kommt aus God of War und das ist ein Action-Adventure. Mit Action-Adventure liegt er tatsächlich sogar richtig. Und das ist, wenn man den Olymp hochklettert. Dissi hat, wie gesagt, Skyrim geraten, hat Open World RPG geraten, hat gesagt, das Lied heißt Dragon Force und es spielt in einem Schloss. Ja, Hogwarts ist irgendwie ein Schloss. Ich gebe dafür mal 0,5 Punkte. Triton hat geraten, das läuft in einer Cutscene. Tahu hat geraten, das ist aus Parasite Eve und das ist ein Survival-Horror. Nein, ist es nicht.
Nomad hat geraten, das ist Code Vein, das ist ein Souls-like und das kommt während des Bosskampfes. Kommen wir nun zu Titel Nummer 4. Farewell to Sue ist so ziemlich einer der bekanntesten Titel der Videospiel-Soundtracks. Jeder hat ihn schon mal irgendwo gehört, vielleicht im Hintergrund bei irgendeinem YouTuber, vielleicht in irgendeinem RPG-Maker-Spiel. Irgendwo hat jeder das schon mal gehört, aber die meisten wissen gar nicht, woher er eigentlich kommt. Der Titel spielt, wenn man sich von Sue verabschiedet, in dem Spiel Grandia. Und das ist ein rundenbasiertes JRPG. Clayne und Triton haben hier beide jeweils die volle Punktzahl erreicht. Chesra hatte Bird Story geraten und Adventure. Dizzy hat geraten, das ist Kingdom Hearts und das ist ein RPG und das ist in einer semi-traurigen Zwischensequenz. Irgendwie hat er ja recht. Die Musik ist so viel trauriger als das, was eigentlich passiert, während sie spielt. Ich wette, die Szene wäre kein bisschen traurig, wenn dann nicht diese Musik wäre. Also, ich muss ihm da irgendwie 0,5 Punkte mindestens vergeben. Denn die Musik macht in der Szene wirklich viel aus. Und ohne die Musik wäre die Szene vielleicht sogar lächerlich. Tahu hat schon wieder Parasite Eve geraten. Davon, dass du das Gleiche immer wiederholst, wird es nicht automatisch richtig. Das ist ein Glücksspiel. Wie kannst du immer gewinnen? Du nimmst immer Papier. Das ist doch nicht wahr. Hier, nochmal. Nochmal. Okay, nochmal. 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 Okay, nochmal. Nochmal. Nomad hat geraten, das ist aus Misao. Das ist ein RPG-Maker-Horror. Und das ist, wenn die Freundin des Hauptcharakters stirbt. Kommen wir zu Track Nummer 5, von dem ich eigentlich dachte, er ist so bekannt, dass jeder sofort an Mortal Kombat denkt, wenn er das hört. Ja, falsch gedacht. Triton hat es nämlich nicht erraten, er hat einfach nur Beat'em Up geraten. Und selbst das ist nicht mal richtig, weil es ist ein Kampfspiel. Und ein Beat'em Up ist mehr so ein Sidescroll-Prügler, wo man Horden von Gegnern niederkloppt, während dieses klassische Kampfspiel wie Mortal Kombat eher auf einer gegen einen Kämpfen basiert. Das Lied heißt jedenfalls Techno Syndrome. Es handelt sich um ein Kampfspiel, wie gesagt, es kommt aus Mortal Kombat. Und ich dachte eigentlich, wenn man die Mortal Kombat-Reihe errät, dann schenke ich auch die Punkte für das genaue Spiel und für den Ort. Aber im Nachhinein tue ich das doch nicht mehr, weil tatsächlich Leute auch die genaue Stelle, wo es kommt, erraten konnten. Und ich fände es einfach nicht fair gegenüber denen, die es richtig erraten haben, dann den anderen die Punkte zu schenken. Immerhin scheint es ja doch möglich zu sein, es zu wissen. Denn der Ort, wo das Lied spielt, ist ziemlich fies. Wenn man das hört, denkt man immer, klar, Mortal Kombat. Aber wo spielt das Lied eigentlich? Und jetzt kommt's, gar nicht im Spiel. Das Lied spielt in keinem einzigen der Mortal Kombat-Spiele. Aber, und das ist der Grund, warum ich es trotzdem in die Soundtrack-Liste gepackt habe, es ist im Spiel enthalten. Es wird nur nie abgespielt. Es ist nämlich nur zu finden, wenn man Mortal Kombat 1 in der Sega-Version im Soundtrack-Modus startet. Das Spiel ist also auf der CD vorhanden, aber es spielt nicht im Spiel. Außerdem ist der Titel auch Teil des Films, nämlich davon das Main-Theme. Und er wurde in einem Trailer zu irgendeinem Mortal Kombat benutzt und das habe ich dann dementsprechend auch gelten lassen. Clayne hat Mortal Kombat und Fighting Game richtig erraten. Im Titelbildschirm spielt der Song allerdings nicht und Main Theme heißt er auch nicht. Chesra hat Mortal Kombat Film geraten, hat als Genre Kampfspiel geraten und hat auch gesagt, dass es der Titeltrack ist vom Film. Dizzy hat Mortal Kombat geraten, Kampfspiel, und dass es während einem Kampf läuft, was nicht stimmt, und dass das Lied Techno Syndrome heißt. Tahu hat Mortal Kombat geraten, dass es ein Fighting Game ist,
dass es während eines Werbespots läuft. Ja, im Prinzip während des Trailers würde ich als Werbespot gelten lassen. Und dass das Lied Mortal Kombat heißt, was leider falsch ist. Und Nomad hat geraten, das ist Mortal Kombat, es kommt aus einem Beat'em-up, was leider falsch ist. Dass es das Title-Theme im Film ist und dass das Lied Technodrome heißt, ist nicht ganz richtig, aber es ist für mich nah genug dran, dass ich es gelten lasse. Track Nummer 6. Ein wunderschöner Titel aus Zero Escape Virtue's Last Reward. Das ist eine Visual Novel und der Titel des Liedes ist Bluebird Lamentation. Und es läuft während mehrerer Endings, aber hauptsächlich ist es das Thema von Luna. Falls ihr die Zero Escape-Reihe nicht kennt, die ist so geil, guckt sie euch einfach an. Klain hat gar nichts geraten, Chesrad Visual Novel richtig geraten. Dizzy hat geraten, das ist aus Trails of Sky, was es so nicht gibt. Dass es ein RPG ist, das in einer Cutscene läuft und es heißt Dreaming Above the Sky. Womit Dizzy auch schon zum zweiten Mal ein Spiel aus der Legend of Heroes Reihe geraten hat. Triton hat geraten, das ist aus einem JRPG und das ist in einer dramatischen Szene, wo sich jemand opfert oder ein Abschied. Tahu hat geraten, das ist aus Zero Time Dilemma. Nein, das ist leider das falsche Spiel. Da gibt es diesen Titel zwar auch, aber er ist anders instrumentalisiert. Visual Novel hat er richtig geraten und das ist eine traurige Sequenz, ist, hat er geraten. Nomad hat geraten, das ist aus Fire Emblem, das ist ein JRPG und es läuft in einer traurigen Szene. Titel Nummer 7. Das ist jetzt irgendwie lustig. Das Spiel, um das es sich handelt, ist Killer 7 und ich habe es nicht mal absichtlich an die siebte Stelle gepackt. Das ist reiner Zufall. Ich meine natürlich, ich bin ein übelstes Mastermind und habe das genau so geplant. Wonderful. Killer 7 ist jedenfalls ein Action-Adventure. Das Lied läuft im Treppenhaus zum Knotentor und der Name des Liedes ist Rave On. Und das ist eins der weirdesten Spiele, das ich je gespielt habe. Ich meine, einer der Bossgegner ist ein Typ, der sich erhängt hat, dem man dann seine Hose ausziehen und ihm in den Sack schießen muss. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal einen auf Tahu und sage, das Spiel hat aber auch noch viele andere coole Titel, so wie den hier. Oder falls es ein bisschen rockiger sein soll, das hier. Oder auch was richtig schön Episches. Tahu so gut nachmachen, man könnte fast meinen, er hätte das aufgenommen und ich hätte ihm die Sachen geschickt und das alles organisiert. Aber dafür bin ich viel zu faul. So viel erstmal dazu. Klain hat jedenfalls geraten, dass das irgendein specialiges JRPG wäre und dass das ein Mother-Fan-Game ist. Ist leider falsch. Chesrad hat geraten, das ist aus Kingdom Hearts und das ist die Kampfmusik gegen diese Schattenwesen. Hat aber auch Action-Adventure richtig geraten. Ich hätte übrigens auch Shooter gelten lassen, weil das Spiel irgendwie Rail-Shooter-Elemente hat. Dizzy hat geraten, das ist F-Zero, das ist ein Rennspiel und du spielst auf einer Rennstrecke
Und das Lied heißt Thunderknecht. Du immer mit deinem Donner. Triton hat gar nichts geraten. Tahu hat Trails of Cold Steel geraten, rundenbasiertes JRPG und dass es im Kampf läuft. Und Nomad hat geraten, das ist in einer Visual Novel und es spielt in der Investigation. Kommen wir zu Titel Nummer 8. Letztes Mal hatte ich einen Titel aus Downfall in der Liste. Und nun folgt ein Titel aus The Cat Lady, dem zweiten Teil der Devil Came Through hier Reihe. The Cat Lady ist ein ziemlich düsteres Horror-Adventure, in dem besonders die Depressionen der Protagonisten im Vordergrund stehen. Der Titel heißt Inside, was man sich auch irgendwie denken konnte, so oft wie das da gesagt wurde, und es spielt am Ende der Einleitung des Spiels. Klain hat gar nichts geraten, Chesra hat gar nichts geraten, Dizzy hat geraten, das ist aus Devil May Cry, das ist ein Hack-and-Slash-Adventure, das kommt in der Overworld, während man schnetzelt, und das Lied heißt Inside. Mit dem Titel des Liedes liegt er damit richtig. Auch Triton hat Inside richtig geraten. Tahu meinte, das kommt aus Cyberpunk 2077. Nomad hat geraten, das kommt in den Credits von einem Sonic-Spiel. Kommen wir nun zu Track Nummer 9. Rayman Arena oder Rayman M, was einfach genau dasselbe Spiel nur auf einer anderen Konsole ist, warum auch immer es dann anders heißt, ist ein Multiplayer-Kampfspiel, Rennspiel? Irgendwie so eine Minispielsammlung, die sich aus Kampf- und Rennspielen zusammensetzt. Und dieser Titel spielt, wenn man das Rennen als Razor Wife antritt. Der Titel des Liedes ist doch einfach nur Razor Wife-Theme. Klain hat Parasite Eve geraten und dass das in dem Kampf in der Oper gegen Eve kommt, ist leider falsch. Chesra hat geraten, das ist aus Spooky's House of Jumpscares, das ist ein Fun-Horror-Game und es kommt in so einem Zwischenlevel, wo das Genre parodiert wird. Dizzy hat geraten, das ist ein Adventure und das kommt bei Harry Potter 1 bei einem Minispiel mit der fetten Dame. Und dementsprechend heißt das Lied natürlich dann auch die fette Tralalala-Lady. Aha. Triton hat gar nichts geraten. Tahu hat geraten, das wäre aus Killer 7, das wäre ein Action-Adventure. Und das wäre ein weirder Bosskampf in einer Oper. Nomad hat geraten, das ist ein Metroidvania und es läuft während eines Bosskampfes. Und so kommen wir auch schon zum letzten Titel, Titel Nummer 10. Dizzy hat schon wieder Legend of Heroes geraten. Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Aber tatsächlich hat dieser Wahnsinn Erfolg. Denn dieser Titel ist aus The Legend of Heroes Trails in the Sky Second Chapter. Das ist ein rundenbasiertes JRPG. Der Titel heißt Hamel und das spielt immer, wenn das Dorf Hamel erwähnt wird. Klain hat geraten, das ist aus Quintessence und das ist in einer Höhle. Chesra hat geraten, das ist ein RPG und es spielt in einer Höhle. Dizzy hat, wie gesagt, Legend of Heroes geraten, aber eigentlich ist das auch nur ein Treffer, weil er überall Legend of Heroes geraten hat, gefühlt. Hat RPG geraten, dass es in Cutscenes kommt und dass das Lied Dreaming heißt. Triton hat gar nichts geraten. Zota hat Trails in the Sky the Third geraten. Leider das falsche Spiel. Hat rundenbasiertes JRPG geraten und hat geraten, dass es in den Rückblenden von Kevin kommt. Dieser Titel hat mit Kevin überhaupt nichts zu tun. Nomad hat geraten, das ist aus einem Horrorspiel und es kommt bei einem Hauptcharakter, der stirbt. Ist leider auch falsch. Und somit kommen wir bereits zum Siegertreppchen. Auf dem letzten Platz mit immerhin 8,5 Punkten ist Nomad. Tja, ich werde nicht gehen. Jetzt komm schon. Bleib locker, so wie ich. Geh einfach. Du bist nicht locker. Du bist ein verkrampfter Puppenspieler und das hier sind deine kleinen Marionetten. Was redest du denn überhaupt? Was soll das denn? Das ist doch wohl aber Buddy, sei bitte vernünftig und geh.
Zwing mich? Nein! Nein, ich will nicht, Nein! Nein! Ich hasse euch! Ich hasse eure Lerngruppe! Ich hasse sie! Ihr seid scheiße! Dicht gefolgt von Triton mit 9,5 Punkten. Ey, du hast es geschafft! Du bist mal nicht letzter geworden! Und auf dem dritten Platz ist Chesra! Und auch Dizzy. Ja, es gibt einfach zwei dritte Plätze. That man's an imposter. That man is the imposter. Und auf dem zweiten Platz mit 11 Punkten ist Klein. Und somit bleibt auf dem ersten Platz Tahu mit 13 Punkten. Hentai Ogi Goldo Power Bomb.